Also jetzt kommt der Vortrag Erneuerung der Bundesregierung an ihren eigenen Idealen. Ich glaube, das tut Not. Der Bundesregierung, Entschuldigung, das ist falsch gedruckt, wir haben uns schon köstlich amüsiert. Diese Idioten zu erneuern geht gar nicht. Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Gut. Ich bringe an dieser Stelle immer den Witz, warum hat der Reichstag eine Kuppel? Habt ihr schon mal einen Zirkus mit Flachdach gesehen? Wer mich nicht kennt, meine letzte Aktion war in Hartz IV, die Sanktionen zum Bundesverfassungsgericht zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr erlaubt sind. Die Sanktionen, die so gingen, dass man Essen, Wohnung und Krankenkasse verloren hatte und so weiter und so fort. Das war eine 7 Jahre Arbeit, ziemlich dramatisch und so weiter und so fort mit allem drum und dran. Ich habe 3 Jahre lang Totalsanktionen bekommen als Harter, kein Geld für Essen, Wohnung und Krankenkasse und so weiter und so fort. Aber wir haben es geschafft. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es war verfassungswidrig, menschenrechtswidrig, die Sanktionen, und hat sie verboten. Die lassen sich immer was Neues einfallen. Das ist, wenn du und auf dem Weg hatte ich das Gefühl bekommen, dass wir haben 2011 damit angefangen, und als unser Bundespräsident der Herzen sich hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen wieder Verantwortung übernehmen in der Welt vor der Rüstungslobby, das heißt vor der Sicherheitskonferenz in München 2014 hat er sich hingestellt, der Gauck. Wir müssen wieder Verantwortung übernehmen, wir können uns nicht weiter hinter der Kriegsschuld verstecken. Und damit ist alles das losgegangen, was wir jetzt erleben, wieder die Totalaufrüstung inklusive Spitzenstellung gegen Russland und so weiter. Das ist ja da alles eingerichtet worden. Und als das war, da hatte ich das Gefühl, da ist bei mir die Verbindung zu dieser Regierung oder zu dem politischen Apparat völlig zerrissen. Da hatte ich das Gefühl, keine Verbindung mit der deutschen Geschichte, keine Verbindung als Demokratie, weil das ist ja die Frage, was das Volk dazu sagt. Da ist jede Art von Verbindung zum Grundgesetz und zur deutschen Geschichte zerstückelt worden. Und da hatte ich das Gefühl, man muss ja prinzipiell rangehen an die Sache. Dann haben wir begonnen, Menschen zu finden, die sich für die Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen interessieren. Und den Gedanken, den ich jetzt vortrage, der ist dann nach und nach auf diesem Weg entstanden. Und das möchte ich jetzt kurz sagen. Wir machen keine Revolution. Sondern wir haben die Frage, wie man das System verändern kann, dass die Politiker überhaupt nichts dabei zu sagen haben. Keine Möglichkeit des Eingriffes. Wie man das Gesamtsystem verändern kann, inklusive neue Gesetze, Volksabstimmungsgesetze und sowas in die Welt zu bringen, ohne dass die Politiker eine einzige Möglichkeit haben, einzugreifen. Das ist die Frage. Weil im Grundgesetz heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, nach Grundgesetz sind wir der Souverän. Und wie der Souverän es hinkriegt, das Grundgesetz so einzurichten, wie es dem Grundgesetz selber entspricht, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und nicht von den Politikern, das ist die große Frage. Und wie man das macht, ohne sein Personal fragen zu müssen, das ist die Frage. Und wie man das machen kann, und das kommt noch weiter, es geht noch weiter, wie man das machen kann, ohne selber in Konflikt zu kommen. Also man muss nicht auf der Straße stehen und demonstrieren und sich von den Bullen blaue Augen servieren lassen oder irgendwas, sondern wie man das machen kann, ich will mal sagen, wirklich als Souverän, dass selbst die Polizei draußen ist, das ist die Frage und das würde ich heute gerne erzählen. Ist okay, wie man das System im Grunde wechseln kann und die Machtfrage vollständig von null aufstellen kann gegenüber unserer Politik und unserem Personal endlich zeigt, dass es Personal ist und nicht Chef. Ganz einfach, dass man dem Personal die Begrenzung hinsetzt, die ihm gebührt. Nämlich, was inzwischen passiert ist, dass wir in Krieg geführt werden, einfach so, ohne gefragt zu werden, ist eine unglaubliche Dreistigkeit angesichts der deutschen Geschichte. Es ist eine unglaubliche Dreistigkeit, aber es war auch die Corona-Geschichte war eine unglaubliche Dreistigkeit, Hartz IV war eine unglaubliche Dreistigkeit. Der Verkauf der Souveränität unseres politischen Personals an die EU ist eine unglaubliche Dreistigkeit. Also es passieren nur noch unglaubliche Dreistigkeiten. Ich habe gesagt, Corona war ja nun durch diese Flattermänner, durch die
Flughunde, na, wie heißen sie auf Deutsch, die Fledermäuse, ne? Jetzt wurde uns berichtet, in Polen gibt es eine neue Krankheit, Katzenallergie, die wird jetzt genauso wie Corona. Ich habe eine deutliche Politikerallergie. Also ich habe eine unglaubliche Politikerallergie. Und die ist künstlich erzeugt im Bundestag, ganz einfach. So, und da wollte ich jetzt von erzählen, wie man das System in die Hand nehmen kann als Souverän. Und da fange ich jetzt mal ganz von Null auf an. Was ich jetzt erzähle, ist keine Idee, sondern es existiert schon. Es ist nicht nur Idee, es existiert. Das System ist da, mit dem man das machen kann. Und das ist hier auf dieser Webseite, die heißt Unsere Verfassung e.V. Jawohl, passt sogar gut drauf. So, die müsst ihr euch reinziehen. Irgendwann mal. Ja, ja. Wir haben ein Grundgesetz, aber dieses Grundgesetz, und auf dieser Webseite gibt es eine Abstimmung und die kann man machen. Und über diese Abstimmung will ich jetzt reden. Also wenn man hier geht auf Abstimmen, dann erscheint eine Seite. Na, ich bleib mal da. Mag er nicht, habe ich auch anders schon. Okay. Dann erscheint eine Seite. Und da sind Abstimmungsfragen drauf. Und über die möchte ich, die kann man jetzt schon abstimmen, nur damit man das weiß. Und diese Abstimmungsfragen heißen folgendermaßen. Ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung unserer Bundesrepublik zu erheben. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung zu entscheiden ist. Das sind drei Fragen und diese drei Fragen kann man insgesamt nur mit Ja und Nein, nicht einzeln, sondern mit Ja und Nein. Ich würde ganz kurz versuchen, über die verschiedenen Punkte was zu sagen, dass man sich das vorstellen kann. Die meisten Leute, schon hier wieder in der Organisation dieses Festes, wurde gesagt, hier, das sind Reichsbürger, lass sie nicht zu, weil wir sagen, das Grundgesetz ist keine Verfassung. Das ist deutlich. Was ist das Grundgesetz? Das Grundgesetz ist gemacht worden als Ordnungsstruktur für einen besetzten Bereich. Weil das damals gar nicht ging. Der Carlo Schmitt hatte das Ideal, eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Carlo Schmitt Original. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte, da steht dann Artikel 1, 2, 3 und so weiter, Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Ich wiederhole es dreimal, muss man es mindestens gehört haben, bis es ein bisschen sitzt, weil eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung, nicht des Volkes, der Freiheit eines Volkes. Das war das Ideal von Carlo Schmitt. Und 1948, als gesagt wurde von den Amerikanern, die sollen eine Verfassung machen, hat Carlo Schmitt gesagt, wir sind hier total besetzt, die Besatzer haben Allmacht, es gab ja gar nichts anderes. Wenn wir auch nur ein Wort in die Verfassung schreiben oder in das Grundgesetz, was denen nicht passt, dann sagen die einfach nein. Wie sollen wir denn nun die Selbstverwirklichung der Freiheit dieses Volkes machen, angesichts dieser Besatzungsstruktur, was ja das Gegenteil von Freiheit war? Da hat er gesagt, wir können keine Verfassung machen, wir können nur ein Grundgesetz machen. Und jetzt, also wir können keine Verfassung, nur die Ordnungsstruktur für einen besetzten Bereich. Und dann hat er Folgendes gemacht. Er hat gesagt, wir nennen es nicht Verfassung, wir nennen es Grundgesetz. Grundgesetz ist, was eine Besatzer einen besetzten Bereich gibt, damit da läuft, was der Besatzer will. Das war der erste. Und der zweite Punkt war, die haben vorne aufs Grundgesetz draufgeschrieben, nicht Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Die haben auch nicht draufgeschrieben, Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sondern damit man es deutlich sieht, steht heute noch drauf, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Damit das von vornherein klar ist, dass es keine Verfassung ist. Deutlicher kann man es nicht zeigen. Grundgesetz für, nicht Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Für die. Ja? Und haben hinten reingeschrieben, der letzte Artikel im Grundgesetz heißt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Haben die reingeschrieben.
Wenn man unsere Politiker fragt, sagen die Politiker, das Grundgesetz ist eine Verfassung. Ja, und wehe, du sagst was anderes, bist Reichsbürger. Da sage ich, erstmal war Carlo Schmitt der erste Reichsbürger anscheinend. Carlo Schmitt ist der Gründer, also der große Vater des Grundgesetzes. Es gab auch Mütter und andere Väter, aber der ist der leitende Mensch dort. Und dann sage ich immer, wenn unsere Politiker sagen, das Grundgesetz ist eine Verfassung, dann sage ich, das ist total richtig für euch. Euer Wirkungsbereich ist im Grundgesetz als Verfassung festgelegt. Da steht genau drin, was ihr dürft und was ihr nicht dürft, theoretisch. Dasselbe gilt für die Richter, dasselbe gilt für den gesamten öffentlichen Apparat. Steht da, für die hat das die Verfassung zu sein. Ist das deutlich? Dann sage ich aber immer, ihr sagt, das ist eine Verfassung. Wenn es die Verfassung ist, warum haltet ihr euch nicht dran, ihr Schweine? Ist das deutlich? Wenn diejenigen, die es permanent außer Kraft setzen, sind genau die, die sagen, es sei eine Verfassung. Jetzt kommt das zweite Problem. Wie ist es mit dem Souverän? Ist es für den Souverän eine Verfassung oder nicht? Ist das deutlich? So, das ist die große Frage. Jetzt habe ich hier tatsächlich mein Grundgesetz noch im Koffer. Na, sowas gibt's doch nicht. Und dann kam, also ist es eine Verfassung oder nicht für uns? Ja, und für uns gilt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ja? Das Problem ist, kann sie umso leichter sich nicht dran halten, je weniger das Volk Mitspracherecht hat. So, und jetzt kommt das Interessante. Wenn das Grundgesetz Verfassung wäre, stünde heute im Artikel 146. Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine neue Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Es steht dort aber, an dem eine Verfassung in Kraft tritt. Das heißt, selbst das Grundgesetz heute macht, abgesehen vom Einband für die Bundesrepublik Deutschland, macht noch den Unterschied in Artikel 146. Und es reicht völlig, sich auf Artikel 146 zu berufen, weil man kann jederzeit eine neue Verfassung machen. Ist das deutlich? So. Weil das ist die Sache des Souveräns. Die Frage ist, wer hat in diesem Staat zu sagen? Die Amerikaner oder unsere Politiker oder wer? So, und unsere Politiker haben Folgendes gemacht. Ich erzähle das Ganze in Kürze, weil die haben in die Präambel reingeschrieben, die große Frage, ob wir eine Verfassung kriegen oder weiter Grundgesetz war 1989, als die DDR dann gewissermaßen in die Knie gegangen ist, da war die Frage, machen wir jetzt eine verfassungsgebende Versammlung oder nicht? Es war ein Riesenthema, die Grünen, die Runden Tisch in der DDR wollten das und die Grünen in der Bundesrepublik, die wollten, dass wir eine neue Verfassung machen, weil in der DDR sind manche Dinge besser ausgebildet gewesen als in unserem Grundgesetz. Und die wollten da was draus machen. Das ist dann aber niedergesetzt worden. Und stattdessen haben die Politiker reingeschrieben ins Grundgesetz, in die Präambel, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. 1989. Wart ihr dabei? Hat uns irgendjemand gefragt? Hat schon jemand gelebt hier 1989? Also zu dem Thema, haben die reingeschrieben. Das heißt, das ist eine Anmaßung. Erstmal ist es eine Lüge, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt, dieses Grundgesetz gegeben, die Politiker sind verfasste Gewalt. Verfassungsgebende Gewalt ist der Souverän. Den gibt es noch nicht in Deutschland, den hat es noch nie gegeben. Aber theoretisch sind das wir, das Volk. Ist das deutlich? Die Aufgabe, die ich sehe, ist zu gucken, ob es einen Souverän gibt, ob der deutsche Rückgrat hat.
wenn man ihm die richtigen Mittel an die Hand gibt. Aber das ist die Frage. Ist das deutlich? So, und die haben hier geschrieben, hat sich das deutsche Volk Kraft einer Verfassungsgebung und haben sich damit selbst in die Position der verfassungsgebenden Gewalt versetzt. Das ist ein glatter Betrug. Im Grundgesetz gibt es noch mehr Betrüge, das ist eine andere Geschichte. Das ist der, und die Idee bei uns heißt, wir holen die Abstimmung, die 1949 nicht stattfinden konnte, der Carlo Schmitt wollte die haben. Aber die war nicht möglich, weil die Amerikaner gesagt haben, wenn die Deutschen irgendwas bestimmen, gibt es ein Problem, ja, wollen wir nicht. So, und der Adenauer wollte auch keine Volksabstimmungen von vornherein, weil er gesagt hat, Volksabstimmungen sind Konkurrenz zur Partei. Also hat man das unterdrückt. Aber in Artikel 20 Absatz 2 steht es immer noch drin. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volk durch Wahlen und Abstimmungen ausgeführt. Da steht, dass Abstimmungen drin, ist aber nie im Grundgesetz oder irgendwie gesetzlich gefasst worden, dass man damit was anfangen kann mit diesem Satz. Das ist das Problem. Und wir sagen jetzt, wir machen das, was seit 1949 offen steht und 1989 auch übergangen worden ist. Das machen wir jetzt. Wir haben ja ein Recht drauf. Das ist unser Recht. Das Grundgesetz ist unser Grundgesetz, nicht das Grundgesetz der Politiker. Das ist ganz wichtig. Vor allen Dingen die Grundrechte sind unsere Grundrechte. Das muss ich nur nebenbei mal so erwähnen, weil man immer denkt, die Politiker denken, die Grundrechte gehören ihnen und sie können sie anstellen und abstellen, wie sie es brauchen. Es sind unsere Grundrechte. Die Politiker haben keine Eingriffsgestattung. Das heißt, wenn ein Kind geboren wird, ist das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, es gehört ihm, nicht dem Grundgesetz und nicht den Politikern. Und das ganze Grundgesetz ist unsere Sache, es ist unser Gesellschaftsvertrag und unsere Politiker haben da nur eine dienende Funktion und keine bestimmende. Weswegen auch, dass die Politiker das Grundgesetz ohne Volksabstimmung ändern können, an und für sich ein, wie man sagt, Sakrileg ist. Das ist so ähnlich, naja, wollen wir mal offen lassen. Wir machen nur das, was tatsächlich ursprünglich die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten. Ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Wir könnten auch eine neue Verfassung machen. Jedes Volk hat das Recht, sich eine Verfassung zu geben, wenn es stinkt. Oder hat das Recht, schaffen wird es es nur, wenn es stinkt. Ist das deutlich? Jedes Volk hat das Recht. Und wir machen aber, die Besonderheit ist, wir machen keine verfassungsgebende Versammlung, wo was ganz Neues entschieden wird. Mein Satz heißt, mit Deutschen kann man gar nichts Neues machen. Sondern wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung, damit wir endlich eine volle Verfügung drüber haben. Und wir erheben das Grundgesetz aber nicht nur so. Es gibt dann Leute, die sagen, der Böse will das Grundgesetz zur Verfassung erheben. Was für ein Schwachsinn. Im Grundgesetz steht so viel Mist drin. Die haben völlig recht, wollen wir auch nicht. Die schlimmsten Probleme des Grundgesetzes werden gleich mit geregelt. Ich stimme zu, dass Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Das Problem ist, wie das Grundgesetz heute ist, da haben wir nichts zu sagen. Wir dürfen nur zugucken. Wir dürfen sie alle 4 Jahre wählen und dann machen die irgendwas. Ja, und es ist sogar egal, ob wir sie wählen. Das sind ja inzwischen nur noch 50%, die Leute da wählen. Und demnächst sind es nur noch 20% und die haben trotzdem alle Macht. Ich meine, das ist ja verrückt. Wir sind eine Zuschauer. Wir sind in die Position des Zuschauers gebannt. So. Und das ist eins der größten Probleme. Wenn man jetzt nur das Grundgesetz zur Verfassung erheben würde, würde man, ich will das jetzt hart sagen, mach die Ohren zu, Scheiße zu Gold machen. Ist das deutlich? Also auch Scheiße zu Gold machen. So. Und deswegen machen wir die schwierigsten Probleme des Grundgesetzes gleich mit. Also ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung zu erheben. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Was heißt das? Nur ganz kurz, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Heißt, über alle Fragen können wir mitbestimmen. Was macht unser Militär am Hindukusch? 20 Jahre eine richtig große Frage gewesen. So einfach sind wir nie gefragt worden, hat man einfach mitgemacht. Ist das deutlich? Was macht unser Militär in Mali? Wollen wir Speerspitze gegen Russland sein? Das sind so kleine Fragen, die sich alle so stellen, wo man mal fragen durfte. Ja, sag mal, mein Wort heißt, wir sind die Bürger. Bürger sind diejenigen, die für die Scheiße, die passiert, bürgen müssen. Und wir werden nie gefragt.
Wir sind diejenigen, die dafür bürgen müssen mit unserem Schicksal und wir werden nicht gefragt. Das ist mein Begriff von Bürger ist, wer es ertragen muss, der muss auch mitbestimmen oder muss es bestimmen. Mitbestimmen und bestimmen dürfen, so einfach ist das. Und unser Personal hat an dieser Stelle, ich will mal sagen, die Pflicht, sich zu rechtfertigen und nicht irgendwas zu machen. Kannst du uns noch zu der Sache mit dem Volksentscheid etwas sagen zum Schweizer Modell? Nur ganz kurz, ich habe hier sehr wenig Zeit für das große Thema, was ich habe. Aber nur ganz kurz. Im Gegensatz zum Schweizer Modell macht Volksabstimmung vollumfänglich einfach so. Das ist total gefährlich für Deutsche. Also für Schweizer nicht, die haben eine Art von Anstand. Bei den Deutschen kann man da überrascht werden. Die Besonderheit, Volksabstimmung vollumfänglich, würde umfassen, dass man hingeht, deswegen, das ist gut, dass du das so gefragt hast, würde das Problem beinhalten, dass man sagt, wir machen jetzt Volksabstimmung und schaffen die Demokratie ab. Oder demnächst kommen Leute, die sagen, ja, die ganzen Türken und alles muss wieder raus hier, ne? Wir wollen wieder eine saubere bio-deutsche Gesellschaft oder sowas, ne? Sowas, das ist ja alles möglich durch Volksabstimmung. Wenn die Richtigen oben gerade sind und irgendwas machen, kannst du Todesstrafe einführen, alles, das ist ein Riesenproblem bei der vollumfänglichen Volksabstimmung. Die Besonderheit ist, wenn die Volksabstimmung im Grundgesetz eingebunden ist, ist es nicht möglich, weil da sind die Grundrechte. Und auf die Grundrechte ist das gesamte politische Getriebe verpflichtet. Das heißt, es kann keine Volksabstimmung durchgeführt werden, die Minderheitenrechte, die Würde des Menschen außer Kraft setzt, die Demokratie abschafft, die Rechtsstaat abschafft, die Sozialstaat abschafft, weil dann hier in Deutschland ist die Volksabstimmung in das Grundgesetz eingebunden. Das ist anders als in der Schweiz, da haben wir eine höhere Sicherheit, weil es gibt bei jeder echten wichtigen Volksabstimmung eine Verfassungsklärung, ob es verfassungsgemäß ist oder nicht. Von daher sind wir sogar noch auf einem wesentlich höheren Niveau als die Schweiz, wenn wir es einführen. Ja, ich muss aber trotzdem kurz sein, weil jetzt wird es wirklich erst interessant. Es ist ganz kurz, weil ich sage, der Punkt 3 widerspricht dem ja, was du sagst. Pass auf, wenn wir das Grundgesetz zur Verfassung erheben, das muss ich dann auch an der Stelle sagen, heißt das, in der Verfassung gibt es den Artikel 79 Absatz 3. Das ist der wichtigste Artikel mit in der Verfassung. Der heißt, dass Artikel 1 und Artikel 20 unter keine Bedingungen geändert werden dürfen und der Geist, der da drinnen lebt, auch nicht geändert werden kann fürs gesamte Grundgesetz. Wenn wir das Grundgesetz zur Verfassung erhoben haben, haben wir die Beschränkung, dass die Menschenrechte nicht angegriffen werden dürfen und dass das Rechtsstaat, Demokratie und Sozialstaat nicht angegriffen werden dürfen. Diese Selbstbeschränkung haben wir mit zur Ewigkeit, mit Ewigkeitsgültigkeit belegt, weil der Artikel 79 Absatz 3, den nennt man, der macht die Ewigkeitsgültigkeit von Artikel 1 und Artikel 20. Das heißt, wir kämen da auch nicht dran, selbst mit einer 100%igen Volksabstimmung. Ganz kurz, das steht aber in Punkt 3 nicht, ich kann es momentan nicht unterschreiben, weil in Punkt 3 steht tatsächlich, ich kann die Verfassung ändern durch eine Volksabstimmung und da wird nichts ausgeschlossen. Nee, da wird nichts ausgeschlossen, aber wenn wir das Grundgesetz zur Verfassung erheben, ist diese Selbstbescheidung des Volkes weder diskriminierende Gesetze noch irgendwas gegen Demokratie und Rechtsstaat zu machen, mit drin, und zwar als Ewigkeitsgültigkeit. Also das Grundgesetz ist an dieser Stelle nicht zu ändern und dann auch die Verfassung nicht. Erst wenn man sich eine neue Verfassung macht, eine völlig neue, dann kann man das alles neu machen. Aber wenn man das Grundgesetz zur Verfassung erhebt, sind diese beiden Punkte unangreifbar. Artikel 1 und Artikel 20 sind unangreifbar, sind die Prinzipien. Artikel 1 ist das Prinzip der Menschenrechte. Der Grundstein der Menschenrechte, Artikel 20, ist der Grundstein der gesamten Staatsstruktur und die können unter keinen Bedingungen geändert werden nach Artikel 79 Absatz 3. Deswegen hat die CDU versucht, den Artikel 79 Absatz 3 zu löschen.
Zum Glück sind sie noch nicht durchgekommen, das kommt erst. Also ich wollte nur sagen, da steht ja jetzt nicht, dass man das durch Volksabstimmung ändern kann, sondern da steht, dass man es nur durch Volksabstimmung ändern kann. Das heißt also, anders kann man das andere auch nicht ändern. Das heißt ja nicht, dass man alles durch Volksentscheidung ändern kann. Ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Ich erzähle gleich, was das noch beinhaltet. Ist das deutlich? Das sind die drei Fragen, die können abgestimmt werden. Und dann würde ich die härteste Frage daran, die würde ich dann gerne stellen. Du noch und dann würde ich gerne weiter. Da ist jemand. Ach so, da, er und er. Ja, ich bin kein Anwalt und kenne mich mit der genauen Formulierung nicht aus, aber was mir da auffällt, das sind drei parallele Zustimmungen. Wenn ein Politiker auf die Idee kommt, so, das erste ist ausgeführt, die letzten Mogeln war weg zum Beispiel. Wenn mir fehlt da eine Verbindung im ersten Teil der Verfassung der Bundesrepublik zu erheben, inklusive Doppelpunkt zum Beispiel, sowas. Ja, es geht das nur hier unten einmal Ja und Nein. Also es gibt nur diese drei Dinger, die man einmal mit Ja und Nein. Damit sind immer alle drei abgestimmt. Und dann kommt, das erzähle ich gleich, wie wir es schaffen. Und dann kommt das Wichtigste, wie wir es schaffen, dass die Politiker in keinem Punkt irgendeinen Eingriff haben. Wenn der Souverän was entscheidet, hat das Personal nichts zu sagen. Daran muss man sich gewöhnen, dass man sagt, ey, wenn wir hingehen würden und müssen das Personal nachher fragen, ob die das gut finden. Da hatte ich einen interessanten Disput mit Sarah Wagenknecht. Die hat gesagt, am Ende muss das doch der Bundespräsident entscheiden. Verstehst du? Irgendwer muss doch sagen, jetzt gilt das. Das will ich jetzt zeigen an der Stelle, weil das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Wie man das macht, ohne dass das Personal in irgendeiner Weise irgendwo einen Eingriff hat. Das ist die Frage. Weil wenn der Souverän was entscheidet, ey, ich bin Schlossherr und entscheide irgendwas über die Küche da unten und dann kommt der Küchenchef oder was und ich muss den fragen, ob er Ja sagt zu meiner Entscheidung, also zum Thema, nur damit das klar ist. Dahin ist noch eine Frage und dann würde ich gerne die härteste Frage stellen. Ja, ich hoffe, ich werde jetzt nicht, wie vorhin schon mal bei einem anderen Vortrag gesagt wurde, wegen Häresie ausgeschlossen. Also ich war schon immer dagegen, dass man so etwas wie Menschenrechte oder Demokratie vom Volksentscheid ausnimmt, weil ich, also heute, wir meinen zwar, dass das mit großer Weisheit so verfasst ist, wie das da drin steht, aber ob das wirklich für alle Ewigkeit der Weisheit letzter Schluss ist, das finde ich, wissen wir heute nicht. Und deswegen kann es sein, dass wir als Souverän uns entschließen, das irgendwann mal weiterzuentwickeln. Und noch etwas anderes. Unsere Politiker, was machen die? Die tasten zwar diese Artikel nicht unmittelbar an, aber sie machen andere Dinge. Sie sagen, ja, es geht ja hier nur um Tierschutz, es geht hier nur um Gleichberechtigung oder sonst etwas. Und damit greifen sie dann plötzlich in das Demokratieprinzip oder in die Menschenrechte, die Menschenwürde oder anderes ein. Also da wird das oft über das Hintertürchen gemacht, sodass es nicht so erscheint, als würde dort eingegriffen werden. Und wie gesagt, ich möchte mir als Souverän nicht verbieten, über irgendetwas abzustimmen. Nur zum Thema vertiefen, verbessern kann man es immer, aber nicht außer Kraft setzen. Das ist der Punkt. Also vertiefen, verbessern und darüber möchte ich gleich sprechen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber nicht außer Kraft setzen. Und wo du das so gesagt hast, in Hartz IV, da ist man hingegangen und hat gesagt, ja, fördern und fordern. Und hat die Menschenrechte völlig außer Kraft gesetzt für diejenigen, die betroffen waren. Ist das deutlich? Aber man hat nie gesagt, dass man die Menschenrechte außer Kraft setzt. Nein, sondern man hat gesagt, wir machen nur fördern und fordern, wir geben das Geld ja nicht einfach so aus. Also das Thema ist unglaublich wichtig und unglaublich fundamental. Und deswegen würde ich gerne gleich weiterreden, wie wir damit umgehen. Weil das Grundgesetz hat noch mehrere Schwächen, ja. Du noch, aber dann möchte ich wirklich weiter. Ja, also wir müssen uns, glaube ich, an den Gedanken gewöhnen, dass der Souverän der Auftraggeber ist. Wie läuft es ab vor Gericht? Vor Gericht läuft es so ab, dass wenn wir einen Rechtsanwalt für die Vertretung unserer Rechte erteilen und wir sind selbst anwesend während der Gerichtsverhandlung, dann sind wir jederzeit in der Lage, dem Rechtsanwalt das Mandat zu entziehen. Und genau dieses Prinzip herrscht vor, sobald wir in der Lage sind,
ja, als souverän entsprechend unseren Willen zu bekunden und damit also auch jederzeit der unseren Vertreter, der unser Mandat vertritt, die Befugnisse zu entziehen. Und ich glaube, das ist eigentlich der springende Punkt. Wir müssen uns als die Auftraggeber begreifen, die dann praktisch auch unmittelbar den Auftrag aussprechen. Und darum geht es dir und es finde ich total in Ordnung. Weswegen in seiner Schrift dann auch steht, man muss das Vetorecht haben. Wenn Politiker was sagen, muss man das Vetorecht haben. Und zwar fundamental. Also die dürfen, sobald das Vetorecht in Gang gebracht wird, die dürfen nichts machen, bis es eine Volksabstimmung gesagt hat, ist es in Ordnung oder nicht. So viel zum Thema. Und Initiativrecht, das sind die zwei Dinge, die dazugehören zum Volksentscheid, dass man neue Gesetze in Gang bringen kann, auch wenn es den Politikern nicht passt. Ganz wichtige zwei Punkte. Also Vetorecht, zu sagen, hey, was ihr macht, ist scheiße. Haben wir nicht. Wir gucken zu. Ich kriege eine Allergie nach der anderen. Ne? Und die machen, was sie wollen. Und dann stellt sich die Annalena Baerbock da in Kiew hin oder wo und sagt, wir geben euch Waffen, egal was meine Leute sagen. Geil. So viel zum Thema. So, und also spätestens dann sollte man merken, dass man nicht in der richtigen Position sich befindet, wenn man keine Möglichkeit hat, einzugreifen. Durch eine Wahl natürlich. Jetzt wären wir alle dann AfD. Ob es dadurch besser wird, ist eine Frage. So, jetzt geht's weiter. Die Frage ist, wenn diese drei Dinge abgestimmt sind, angenommen, die gesamte Bevölkerung würde mit Ja abstimmen. 60 Millionen Wahlberechtigte stimmen mit Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist gegen Null, ist eine andere Geschichte. Aber selbst dann angenommen, steht folgende Frage. Wer setzt denn das nun in Gesetzestexte um? Und wer sagt, dass es gültig ist? Und dann kommt das Problem, ja, da braucht man den Bundespräsidenten. Personal. Also ich muss es immer deutlich sagen, Personal. Dann brauchen wir den Bundespräsidenten. Und wenn der Nein sagt, der hat ja ein Recht auf Nein sagen, ne? Dann haben wir alle Pech gehabt. Das war in Island so. Die haben ein neues Gesetz gemacht, die haben sich eine neue Verfassung gegeben mit allem drum und dran. Und ganz am Ende hatten die Politiker das Recht, Ja oder Nein zu sagen. Das gesamte Volk hat sich eine neue Verfassung gegeben, nachdem 2008 diese Krise war. Das war der, ich will mal sagen, das leuchtendste Projekt der Piraten damals in Island, das hinzurichten, dass die gesamte Bevölkerung sich eine Verfassung geben kann. Und am Ende haben die Politiker gesagt Nein. Und bums war es vorbei. Ist das deutlich? Wenn nur ein Politiker was zu sagen hat, ist die Sache kaputt. So, jetzt kommt die große Frage, wie macht man das, wenn da mit Ja und Nein abgestimmt ist, wie macht man das, dass die Politiker keinen Eingriff haben? Weil das ist die einzige wichtige Frage. Wenn man da drüber geht, und bevor man mit Ja und Nein abgestimmt hat, gibt es hier so einen ganz kleinen bösen Text. Die Änderungen des Textes des Grundgesetzes im Einzelnen. Und das ist wie so im Vertrag das Kleingedruckte. Und wenn man da drauf drückt, wunderbar, es hat funktioniert, steht da die Änderungen des Textes des Grundgesetzes im Einzelnen. Hier links steht, was im Grundgesetz steht und wenn man da runterfährt, ich muss das jetzt alles ohne Maus machen, weil irgendwie funktioniert da was nicht. Warte. Mal gucken, ob es klappt. Ja, wenn man runterfährt, sieht man, es ist ein bisschen länger. Ich spreche nachher über die Sachen alle so, dass man sich das nochmal ein bisschen vorstellen kann. Ne? So. Und auf der rechten Seite steht, wie dann der Text in der Verfassung stünde. Und dazwischen steht immer, dies Wort wird geändert, da wird ein Komma gesetzt statt ein Punkt und noch was angehängt, so wie das bei Beamten halt so der Fall ist, ne? Wie die dann miteinander reden. Ne? So. Titel alt, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Titel neu, Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, damit der Fall auch gleich geklärt ist. Das wird dann mit abgestimmt. Das Wichtige ist, dass wenn man unten mit Ja abstimmt, das mit abgestimmt ist. Ja, dann gibt es das Problem mit der Verfassung, mit der Präambel, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen.
hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben, steht da. Und hier steht gar nichts. Genau. Nach so und so vielen Jahren des Bestehens der Bundesrepublik Deutschland hat sich das deutsche Volk durch Volksabstimmung das Grundgesetz der Bundesrepublik zur Verfassung der Bundesrepublik erhoben. Hat sich das Grundgesetz zur Verfassung der Bundesrepublik erhoben und zur Befestigung seiner Souveränität die repräsentative Demokratie um bundesweite Volksabstimmung und um seine Hoheit über die Inhalte der Verfassung erweitert. Dann lese ich hier vor. Diese Verfassung gilt für das gesamte Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Das muss da noch hin. Da habe ich jetzt keine Zeit, das zu erzählen. Das steht da als neue Präambel. In der alten Präambel steht drin, damit gilt das Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Das muss ich jetzt, wenn ich es schon vorlese, doch noch erwähnen. Im Grundgesetz haben diese Schmierfinken, Entschuldigung, ich darf das sagen, mein Name ist Bös. Festgelegt. Ich sage dir, wie der Geltungsbereich im Moment gilt im Grundgesetz. Grundgesetz hat man den Geltungsbereich in Artikel 23 gelöscht und in die Präambel reingeschrieben. Damit gilt das Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk, steht in der Präambel. Das klingt gut. Das bezieht sich auch auf die Finanzgesetze. Ich habe einen Finanzbeamten gesprochen und gefragt, gibt es einen Geltungsbereich für die Finanzgesetze? Und er hat mir gesagt, nein. Ich muss das jetzt ganz deutlich sagen, im Grundgesetz ist der Artikel 23, im alten Artikel 23 stand, in welchen Bundesländern das gilt. Der ist gestrichen worden, ich spreche gleich über den Artikel 23, kommt sofort. Und im Grundgesetz nach 1989 hat man reingeschrieben, damit gilt dieses Grundgesetz, ich mache das Ganze nochmal, im Bewusstsein seiner Verantwortung von Gott und Menschen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk, steht da drin. Da denkt man, boah, klingt toll. Man muss sich völlig daran erinnern, daran gewöhnen. Alles, was unsere Politiker sagen, klingt toll und ist dem Wesen nach eine unglaubliche Schweinerei. Ich erzähle, warum. Das Grundgesetz kann nicht für ein Volk gelten. Ein Grundgesetz gilt für einen Bereich. Wenn das Grundgesetz fürs deutsche Volk gelten würde, würde Folgendes möglich sein. Ein Araber steinigt seine Frau und dann kommt die Polizei und sagt, das darfst du nicht. Da sagt er, Moment mal, ich bin nicht deutsches Volk, für mich gilt nicht das Grundgesetz. Und die Frau hat auch keinen deutschen Pass. Dann sagt der Bulle, ja, dann darfst du es steinigen. Ja, ist das deutlich? Das heißt, der darf das hier nicht, weil das Grundgesetz, weil das in diesem Bereich verboten ist, aber nicht, weil es fürs deutsche Volk gilt. Und wenn ich als deutsches Volk, ich gehe nach Arabien, da gibt es diesen Prinzen, der diesen Khashoggi zersägen hat lassen. Ihr wisst, diesen Journalisten. Wie hieß denn der Prinz? Ist mir jetzt auch egal. Ne? Und ich stelle mich dahin nach Saudi-Arabien, mache schlechte Sprüche über den und sage, was ist das für ein Idiot und so. Dann kommt da die Polizei. Dann sage ich, oh, Moment, ich bin deutsches Volk, für mich gilt das Grundgesetz. Ich darf das. Ist das deutlich? Das ist völliger Unfug, was da steht. Aber der Gültigkeitsbereich ist gelöscht. Im gesamten Grundgesetz ist überall der Gültigkeitsbereich. Ich komme gleich drauf, warum. Mein Problem ist mit der Zeit. Ich habe ein bisschen Zeitproblem. So, jetzt wird es interessant erst. Jetzt wird es interessant. Ich würde es gerne alles genau durchdiskutieren, ich kann es aber nur sporadisch machen. Deswegen hat dein Finanzbeamter absolut recht. Es gilt hier gar nicht mehr in Wirklichkeit. Und das merken wir von morgens bis abends. Selbst unsere Richter, die sind nicht mehr an die Menschenrechte gebunden. Föderalismus wird abgeschafft, egal wo, merkt man das ganz stark. Jetzt ist die Frage, was steht hier weiter? Man muss wissen, wir haben hier was eingefüllt, was vollständig mit abgestimmt wird. Wenn ich da abgestimmt habe, ist das, was hier steht, mit abgestimmt.
Nur, dass ihr das wisst, also guckt euch das genau an, dass ihr nicht plötzlich einen Staubsauger kriegt, alle Mann. Ne? Artikel 23, wo vorher drin stand, das Grundgesetz gilt für die und die und die Bundesstaaten oder für die und die Länder. Da stand der Gültigkeitsbereich total drin, der ist weg. Wie er aus der Präambel auch weggenommen ist. Da steht heute, zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Weg sind sie. 75-80% sämtlicher Hoheitsrechte liegen inzwischen in der EU. Unsere Politiker führen nur noch aus, was die EU will und haben selber keinerlei Einspracherecht. Also wenn ich Zeit hätte, würde ich vorlesen, was unsere Bundesverfassungsrichter dazu sagen. Das ist absolut verfassungswidrig, in jeder Weise. Das ist der Hammer. Also ich habe da die riesige Literatur, aber da bräuchte man noch mal 1,5 Stunden. Das ist der Hammer, wenn man das liest, was da passiert. Die geben, und hier steht das so ganz einfach, zur Verwirklichung eines, wo vorher stand, wo es gilt, steht heute zur Verwirklichung eines vereinten Europas, wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Ist das deutlich? Weg sind sie. Und wir wählen nur noch leere Hüllen, Tüten, Nichte wählen. Wir dürfen sowieso nicht mitbestimmen. Beim Wählen wählen wir nur noch Nichte. Leute, die nichts zu sagen haben. Wie hat er das gesagt? Wer was zu sagen hat, wird nicht gewählt. Und wer gewählt wird, hat nichts zu sagen, hat der Seehofer gesagt. Das ist das Problem. So, und dann sind wir der Souverän. Das möchte ich mal wissen. Ist das deutlich? Wir haben das hier ein bisschen überergänzt. Zur Verwirklichung eines vereinten Europas haben wir mal alles da stehen gelassen. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen, sofern das Volk in einem Volksentscheid nach Artikel 78a zustimmt. Also sofern das Volk zustimmt. Diese feine, kleine Änderung haben wir da eingesetzt. Ist das deutlich? So, das entspricht dem, was wir hier... Ich stimme zu, dass über das Recht Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern, und ich stimme zu, dass über den Inhalt der Verfassung, das entspricht dem, die vollumfängliche Verankerung. So, jetzt geht's weiter. Artikel 76. Gesetzesvorlagen werden beim Bundestag durch die Bundesregierung aus der Mitte des Bundestages, also das Parlament darf auch noch mal was sagen, oder durch den Bundesrat eingebracht. Wer fehlt wieder? Gesetzesvorlagen werden so eingebracht, dass wir nichts zu sagen haben. Und dann steht hier, und wir haben dann das ersetzt, oder vom Volk nach Artikel 78a eingebracht. Also der Bundesrat darf immer noch was, der Bundestag darf auch was, aber wir dürfen auch, oder. Ist das deutlich? So, das heißt, und jetzt muss ich das sagen, überall, wo im Grundgesetz erlaubt ist, Souveränität abzugeben, und überall, wo im Grundgesetz steht, wie man Gesetze macht, ist hier immer die Volksabstimmung vollumfänglich mit drin. Das ist Punkt 1, okay? Das heißt, das wird mit abgestimmt. Also wer vorne die drei Fragen abgestimmt hat, der müsste hier Ja sagen, weil es ist nicht der Staubsauger, sondern die genaue Umsetzung dessen, was vorne steht. Volksabstimmung vollumfänglich. Und die müssen immer, die sind an uns gebunden. Fertig, so. Jetzt wird es richtig interessant. Es wird immer gesagt nach Artikel 78a. Oder nach Artikel 78a, per Volksabstimmung nach Artikel 78a. Überall, wo Gesetzesvorgaben sind oder die Möglichkeit zur Abgabe der Souveränität. Und jetzt ist die Frage, gibt es den Artikel 78a im Grundgesetz? Und da ist die einfache Antwort nein, weil da ist ein leeres Feld. Da gibt es kein einziges Wort auf diesem Sektor.
Und dann haben wir gedacht, was setzen wir denn dahin, ohne uns peinlich zu machen? Ist das deutlich? Weil wir haben ja nun nicht das Recht, von unserer Seite aus Volksabstimmungsgesetze ohne das Volk zu machen. Ist das deutlich? Ja, so, weil das ist ja, das wäre ja dann auch frech, wenn nun hier Herr Böß sagt, die Gesetze sehen jetzt folgendermaßen aus. Das ist das eine Problem. Das andere ist, wer soll es denn machen und wer bestimmt, wer es macht? Ja, das müssen wir natürlich dem Bundespräsident und dem Bundesverfassungsrichter an und so alle, ne, und die Leute aus, immer partiell aus den Parteien, die dürfen alle mitdenken. Wenn so, genau das war zu verhindern. Das haben wir folgendermaßen gemacht. Hier steht bei Artikel 78a, der im Rahmen der Verfassung das Wesen der Volksabstimmung bestimmt. Das muss ich jetzt auseinandernehmen, damit man das versteht. Volksabstimmung kriegt einmal im Rahmen der Verfassung. Da werden die Grenzen oder das Wesen der Sache beschrieben. Und dann gibt es ein Volksabstimmungsgesetz. Hier sind es Artikel und im Gesetz sind es Paragraphen. Und da wird in dem Gesetz wird genau durchgeführt, innerhalb von der und der Frist so und so viele Leute haben das und das zu machen. Das hat folgende Konsequenzen, wird folgendermaßen finanziert. Die Presse hat folgende Rechte oder Nichtrechte und so weiter und so fort. Das ist Volksabstimmungsgesetz. Ist das deutlich? Und die Politiker sind dran gebunden oder nicht dran gebunden. Das ist Volksabstimmungsgesetz. Und in der Verfassung steht drin, wie Volksabstimmung überhaupt im Rahmen der Verfassung aufzukommen hat. Da stehen auch Artikel, das ist ganz einfach, der Artikel für die Bildungsfreiheit oder für die Bildung im Grundgesetz ist ein Satz und die Schulgesetze sind riesig. Nur damit man sich den Unterschied vorstellen kann, was der Unterschied ist. Ja, so. Jetzt heißt es hier, Artikel 78a, der im Rahmen der Verfassung das Wesen der Volksabstimmung umreißt, ist noch nicht ausgeführt. Diese Faulheit haben wir uns gestattet. Er ist durch einen freien Bürgerrat, der gegebenenfalls auch als verfassungsklärende Versammlung einzuberufen ist, auszuarbeiten und dem Volk zur Abstimmung vorzulegen. Punkt 1, da muss ich gleich noch richtig drüber reden, über die verfassungsklärende, nicht verfassungsgebende, sondern verfassungsklärende Versammlung. Bis zu seiner Ausarbeitung durch den Bürgerrat und seiner Annahme durch das Volk gilt der von Mehr Demokratie e.V. zu Artikel 78a schon ausgearbeitete Text. Das heißt, wir haben da ein Provisorium hingesetzt, welches man sofort bedienen kann, auch wenn es eine verfassungsklärende Versammlung niemals geben sollte. Das heißt, durch die Abstimmung hat sich das Volk den Artikel 78a aus Mehr Demokratie selber verordnet. Und unsere Politiker haben nichts zu sagen. Ich klicke einmal drauf, damit man sich vorstellen kann, dass es nämlich ein richtig langes Ding. Und zu Mehr Demokratie habe ich in dieser Beziehung nur positive Sachen zu sagen. Die haben richtig ordentlich gearbeitet an dem Thema bis 2013. Ja? Den Text gibt es bei ihm, den gibt es auch bei uns auf der Seite, aber das ist eine andere Geschichte, den gibt es bei ihm im Anstand. Also hier, der ist auch richtig lang, damit man das mal sieht. Der ist ein bisschen länger. Hoppla, der ist nicht lang. Nein, Entschuldigung, das ist ja der Verfassungstext. Verfassungstexte sind immer kurz, da wird nur der Rahmen umrissen. Ist das deutlich? Das ist der Verfassungstext. So, und dann haben wir noch was gemacht, was böse ist. Schließlich böse sein. Ich sage immer, der Name, mein Name ist die beste Erbschaft, die ich jemals bekommen habe. Bösartig sein ist echt geil. So, und dann steht da noch, unabhängig davon ist auch ein Gesetz, das die konkrete Durchführung von Volksabstimmungen auf Bundesebene bestimmt, noch nicht vorhanden. Das eine ist ja der Verfassungstext und jetzt das Gesetz für die konkrete Durchführung. Ist noch nicht vorhanden. Bis zu seiner Ausarbeitung durch einen ebenfalls einzuberufenden freien Bürgerrat und bis zu seiner Annahme durch das Volk gilt das von Mehr Demokratie dazu schon ausgearbeitete Bundesabstimmungsgesetz. Das ist riesig. Also im Vergleich zum Verfassungstext ist das also ein wesentlich längerer Text, damit man es einmal kurz sieht. So. Da haben die eine wunderschöne Broschüre, auch bei ihm am Stand. Mehr Demokratie, der Stand ist draus zu sehen, da kann man sich das dann alles reinziehen. Oder hier auf unserer Webseite auch. Nur damit man sieht, das ist ein bisschen länger, da steht auch drin, wie mit der Presse umzugehen ist und was sie alles dürfen und wie das finanziert wird. Und alles, was man sich vorstellen kann, steht da drin. So, dass durch diese Abstimmung hier
dass alles mit abgestimmt ist. Wir haben voll den Verfassungstext mit abgestimmt und wir haben provisorisch die vollständigen Volksabstimmungsgesetze mit abgestimmt. Ist das deutlich? So, und dann kann man, wenn man nur einen mehr hat als die Hälfte der Bevölkerung, der Ja gesagt hat, jetzt kommt die Legitimationsfrage, brauche ich einen Bundespräsidenten? Nee, kannst du Volksabstimmung vollumfänglich machen. Dann pusten die sich auf und sagen, ja, das haben wir ja gar nicht zugelassen, unser Bundespräsident. Ne? Dann sagt man, das, du komm, auf dich kommt es gar nicht drauf an, die Legitimation ist die Zahl der Wähler, der abgestimmt. Der Souverän hat das bestimmt, da hast du überhaupt nichts mit zu sagen. Sei froh, wenn es dich hinterher überhaupt noch gibt. Auf das Thema kommen wir gleich. Ist das deutlich? Das ist das Wichtigste überhaupt an dieser Geschichte erstmal im Vorfeld. Das heißt, wenn ich da abgestimmt habe, habe ich alles mit abgestimmt, provisorisch auch den Verfassungstext und die Volksabstimmungsgesetze und bin sofort handlungsfähig. Und wenn irgendjemand sagt, ihr dürft das nicht, dann sage ich, hier ist die Anzahl der Stimmen, ich darf. Du darfst nicht Nein sagen, weil du bist nur verfasste Gewalt. So, und jetzt wird es nochmal interessant. Wir haben hier die Verfassungsklärende. Wir haben gesagt, das gilt so lange, bis die Verfassungsklärende Versammlung das macht. Ich möchte über das Wesen der Verfassungsklärenden Versammlung sprechen. Wenn wir das abgestimmt haben, wenn man hier runtergeht nach der Abstimmung, dann gibt man seine Daten ein und zeigt, ob man bundestagswahlberechtigt ist, ob man volljährig ist, so Nachnamen und sowas. Den ganzen Scheiß gibt man da ein, den man da eingeben muss. Und dann steht unten als letzte Frage, Zusatzfrage zum weiteren Vorgehen. Und die ist optional, also kein Muss. Zur Lösung der dringlichsten Fragen, die mit dem Grundgesetz und seinem Übergang zur Verfassung zusammenhängen, soll nach der Abstimmung ein freier Bürgerrat einberufen werden, der als verfassungsklärende Versammlung den Text der neuen Verfassung von überholten und unpassenden Inhalten bereinigt. Besatzungsrechte zum Beispiel, ja, für aktuelle und künftige Herausforderungen weiterentwickelt und dem Volk zur Abstimmung vorlegt. Ja, ich stimme zu. Ist das deutlich? Das wird in der Abstimmung auch mit abgestimmt. So, und jetzt als vierte Frage gewissermaßen, als Zusatzfrage, steht einfach dann in den Fragen, steht das unten drin, bisher haben 99% derjenigen, die zugestimmt haben, das auch abgestimmt. So, und jetzt kommt das Interessante, was ist die verfassungsklärende Versammlung? Und die muss ich erzählen, weil die so unglaublich interessant ist. Wenn der Souverän beschließt, eine neue Verfassung zu haben, die Verfassung, dann kann er aber auch beschlossen haben, die verfassungsklärende Versammlung zu haben. Und die findet statt, das sage ich gleich, im Chiemsee. Nicht mit Schwimmreifen, sondern im Chiemsee sind zwei Inseln, die Herreninsel und die Fraueninsel. Dazwischen gibt es so eine kleine Krautinsel, das ist nicht so wichtig. Auf der Herreninsel ist das Grundgesetz geschrieben worden. Auf der Herreninsel stehen zwei Schlösser. Eines davon ist riesig, erinnert an Schloss Versailles, das ist Platz ohne Ende. Und ein anderes ist ein bisschen kleiner, das war eigentlich ein Kloster und so weiter. Aber da kann man auch in diesem riesigen möglichen Equipment, das gehört dem Staat. Das heißt, das gehört dem Souverän. Und wenn der Souverän beschließt, eine verfassungsklärende Versammlung zu haben, ist dort der würdige Ort zur Erhebung des Grundgesetzes, zur Verfassung, der würdige Ort, der Ursprungsort, nämlich im Chiemsee, diese Herreninsel, da ist das Grundgesetz geschrieben worden. Ganz einfach, ist der Ursprungsort des Grundgesetzes schlechterdings. Ein herrlicher See in der Nähe von München mit Blick auf die Alpen, das ist einfach geil da. Dahin werden Leute, jetzt, wer kommt da hin? Ne? Ja klar, der Chef vom Bundesverfassungsgericht. Ne? Ja, wer soll denn da hin? Nee, und jetzt kommt wieder mehr Demokratie. Die Leute werden per Los gewählt. Kein Schwein weiß, wer da hinkommt. Aber es kommen Leute hin. Die werden per Los gewählt und kriegen dann, wenn sie da sind, so lange Verdienstausfall, Essen, Hotel, alles drum und dran. Ich sage auch gleich, woher kann man von den Rüstungskosten nehmen.
Jetzt sagt man, die Deutschen sind zu doof für sowas. Die Frage ist ja mal da, sind die Deutschen zu doof für sowas? Da sage ich jetzt Folgendes. Hier ist von lauter Nazis und Rechten ein Riesending organisiert worden und es funktioniert. Sind sogar Klos da, ist das deutlich? Also selbst die Dürsten der Doofen, die können was organisieren. Weil, und jetzt gehe ich weiter. Ja? Wenn ich morgens zum Bäcker gehe, die Brötchen sind da. Da ist eine unglaubliche Kompetenz dahinter, die hätte ich nicht. Ist das deutlich? Wenn ich mein Auto starte, das funktioniert. Und wenn es mal nicht funktioniert, weiß ich, wo ich es hinbringen kann. Das ist überall unglaublich, überall, in jedem Türschloss, in jedem Wasserhahn und was weiß ich, in jedem Klo, ist eine unglaubliche Kompetenz. Das heißt, es ist eine unglaubliche Kompetenz im Volk vorhanden. Das Problem, dass sie staatlich so doof aussehen, hängt nur damit zusammen, dass sie noch nie mit dem Thema beschäftigt worden sind. Das ist das Thema. Ist das deutlich? Diese Kompetenz... Also ich wohne seit 20 Jahren in einem Haus in Berlin, seit inzwischen 23 Jahren. Ne? Ich weiß nicht, wo der Hauptwasserzähler ist. Ja, aber das ist nicht, weil ich blöd bin, sondern weil jemand zuständig und mich hat nie jemand zuständig gemacht. Das ist deutlich. Sobald du für die Verfassung zuständig gemacht wirst, kriegst du da eine durchleuchtete Birne, weil jeder hat eine unglaubliche Kompetenz. Die ist nur nie an dem Thema angewendet worden. Und genau an dem Thema versuchen unsere Politiker auch die ganze Zeit so zu tun, als wären wir zu doof. Man muss wissen, dass das Argument, das Volk ist zu doof für eine Volksabstimmung, von den Feinden der Souveränität kommt. Und jetzt geht's weiter. Da werden unglaublich viele Leute, die werden dahin bestellt. Wie gesagt, mit Hotel, mit Verdienstausfall, mit Essen, mit allem drum und dran, werden gut behandelt. Und dann wird diese Riesengruppe in 11 Gruppen eingeteilt. Warum 11 Gruppen? Das Grundgesetz hat 11 Kapitel. Und jede dieser Gruppen kriegt den Auftrag, eines dieser Kapitel zu klären. Das ist verfassungsklärende Versammlung. So. Und zwar, die kriegen innen eine saubere Moderation und von außen kommen die Fragestellungen und Expertisen. Wenn jemand das Buch von, ich glaube, Paul Gebauer, heißt der Paul? Carlos Gebauer gelesen hat zum Thema, das heißt Grundgesetz 2030, der macht das vor, der ändert das ganze Grundgesetz, der ändert das einfach und macht unten in die Fußnoten, macht er die Begründung für die Änderung. Absolut genial. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was er macht, aber die Art ist genial. Ist das deutlich? Das heißt, jede dieser Gruppen, die da sitzt, kriegt innen eine saubere Moderation und von außen die Fragestellungen, was an dem Herrschenden nicht stimmt und wie es zu verbessern sein muss. Und die arbeitet das durch. Und jetzt kommt folgendes Problem. Mal gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Ein bisschen habe ich noch. Danke. Die arbeiten das nicht irgendwie durch, sondern nach 2 Kriterien. Steht die Menschenwürde im Zentrum, nach Artikel 1, und steht echter Rechtsstaat, echter Sozialstaat, echte Demokratie im Zentrum. Sind Artikel 1 und Artikel, ist das mit Artikel 1 und Artikel 20 zu vertreten, was da drin steht? Ist das deutlich? Die können nicht frei irgendwas entscheiden, sondern das sind die Entscheidungskriterien. Da wird noch genug Diskussion sein. Und dann sieht das folgendermaßen aus. Im 11. Kapitel sind die Besatzungsrechte. Dann steht so die Frage, ja, wenn wir uns jetzt die Verfassung gegeben haben, wir sind dann der Souverän, welche Rolle haben die Besatzungsrechte? Wollen wir uns die noch gestatten oder nicht? Diese Frage taucht dann auf. Ne? Dann taucht die nächste Frage auf, was ist mit den Geheimverträgen? Dann könnte man sagen, ich sage das ganz vorsichtig, alle Geheimverträge kommen auf den Tisch. Alle Verträge kommen auf den Tisch, auch die Geheimverträge. Ist das deutlich? Das heißt ja nicht, man kann sie gleich alle abschaffen. Es kann ja auch was Sinnvolles drin stehen. Da sollte man dann darauf achten, dass es bestehen bleibt. Ja? Aber sie kommen auf den Tisch und Geheimverträge, die nicht auf den Tisch kommen, gelten als nie abgemacht. Das ist das Thema beim 11. Kapitel. Beim 9. Kapitel ist die fehlende Gewaltenteilung zwischen Politik und Recht festgeschrieben.
Und da ist die Frage, also dass die Politiker ins Recht reinreden dürfen. Ihr wisst ja, dass unsere Staatsanwälte nicht Rechtsanwälte sind, sondern Politikanwälte. Also ein Staatsanwalt ist gebunden an die an den jeweiligen Minister. Der ist weisungsgebunden. Das heißt, wenn der jeweilige Minister sagt, der Staatsanwalt darf was nicht verfolgen, dann darf der das nicht verfolgen. Oder wenn der sagt, der muss was verfolgen, wie bei Ballweg, dann muss der das verfolgen, ob er will oder nicht und egal, wo er die Argumente herzieht. Ist das deutlich? So, unsere Richter sind auch nicht frei. Man sagt immer, die Richter sind frei und nur ans Gesetz gebunden, was auch eine Lüge ist. Sie müssen an Gesetz und Recht gebunden sein, an die Grundrechte. Da ist Artikel 97 im Grundgesetz unbedingt auch zu ändern. Unsere Richter sind nicht frei. Die Karriere der Richter wird durch die jeweiligen Justizminister geleitet. Das heißt, sie sind durch ihre Karrierebindung nicht frei. Die können nicht frei entscheiden, sonst ist ihre Karriere im Arsch. Ist das deutlich? Solche Dinge, und da steht dann die Frage, entspricht das dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar und sind das echte rechtsstaatliche Gründe oder sind das Vorteile der Parteien, die sich da drin ausleben? Und immer wenn man sieht, es ist ein Vorteil einer Partei und es geht nicht nach Artikel 1 und nach Artikel 20, dann kann man das löschen und korrigieren. Ist das deutlich? Das ist der Punkt. In Artikel 1, ganz wichtig, im ersten, da sind die Grundrechte. Die wichtigste Frage in den Grundrechten, darf es heißen, in diese Rechte darf per Gesetz eingegriffen werden? Diese Frage steht offen, steht da ja überall. Diese Rechte darf nur per Gesetz eingegriffen werden. Steht da, steht heute drin. Du hast die Grundrechte und dann steht drin, diese Rechte darf per Gesetz eingegriffen werden. Gutes Freiheitsrecht, wenn ich jetzt jemanden umgebracht habe, dann komme ich in den Knast. Das ist ja, vielleicht darf ja eingegriffen werden, unter bestimmten Bedingungen. Aber diese Bedingungen sind scharf zu diskutieren. Und darf das da so stehen? Das sind so die Fragen. Wie gesagt, das ist die verfassungsklärende Versammlung, die da stattfinden kann, soll, muss. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Sonst erhebt man mit dem Grundgesetz, was auch zu viel Kacke in die Welt. Dann würde man ja, wenn man das Grundgesetz zur Verfassung erhebt, wenn man das nicht mitdenken würde, würde man die Besatzungsrechte mit zur Verfassung erheben, ob das richtig ist. Und das würde hier auf diesem Wege geklärt. Ist das deutlich? Ja. Dann gibt es noch eine ganz wichtige Frage, die unglaublich wichtig ist. Dass viele Leute kommen und sagen, ja, wer darf denn da nun rein? Da sage ich per Los. Wer wahlberechtigt ist. Da gibt es Leute, aber das ist doch so eine deutsche Frage, da dürfen doch nur die Bio-Deutschen abstimmen. Ja, also Leute mit, was weiß ich, muslimischem Migrationshintergrund und Araber und Russen jetzt auch noch. Russen, das stelle man sich vor, die dürfen da mit abstimmen oder so, was, verstehst du? Das Problem taucht ja auf. Und da sage ich Folgendes. Jeder, wer Bürger dieses Staates ist, wer für die Kacke, was passiert, zu bürgen hat, muss das Recht haben, da mitzumachen. Und ich möchte das gar nicht nur als persönliche Behauptung sagen, sondern ich möchte das weitertreiben, weil auf Verfassungsfragen hat der Migrationshintergrund oder ich bin ja ein Deutscher, nein, ich bin meine Urgroßeltern sind aus Frankreich, sind als Urgroßeltern als, wie sagt man, als Hugenotten hierher gekommen. Das ist das Punkt, verstehst du? Ich bin ja auch nur, und Sarah Wagenknecht, die ist ja direkt aus dem Iran zur Hälfte hierher gekommen. Verstehst du das? Das ist das Problem. Ja, also ich traue einer Sarah Wagenknecht wesentlich mehr zu als einem Herrn Amthor. Aber der ist voll Bio-Deutsch. Also, und jetzt muss ich das sagen, auf der Verfassungsebene hat das keine Bedeutung, welchen Migrations- oder irgendwelchen völkischen Hintergrund man hat. Im Sinne des Grundgesetzes stellt die Verfassungsfrage nur die Frage nach dem Verhältnis von Individualität und Macht. Hat die Individualität der Macht zu dienen?
oder hat die Staatsmacht der Individualität zu dienen? Das ist die Frage im Grundgesetz. Das ist die einzige Frage, die das Grundgesetz... Und diese Frage ist zu lösen, da hat der Migrationshintergrund überhaupt keine Bedeutung. Ich muss es kurz an die Schweiz anbinden. In der Schweiz, da haben 4 verschiedene Nationen haben sich zusammen ihre Verfassung gegeben. 4 verschiedene, das waren Engländer, Italiener, Franzosen, Schweizer, und also es waren 4 verschiedene und die kommen damit um, die kommen damit zurecht, weil in der Verfassungsfrage, in der Kulturfrage hat das eine Bedeutung. In der Kulturfrage, Religion und weiß der Kuckuck was, da hat das eine Bedeutung, welchen Hintergrund ich habe. Ja? Aber das ist ja auch im Grundgesetz geregelt, dass das eben frei ist, aber nicht übergriffig sein darf und so weiter. Also in der überall hat das, es hat eine Bedeutung. Ja, wenn ich jetzt, ich will mal sagen, eine Türkin heiraten würde, dann hätte ich die Familie in einer anderen Weise mit der Familie Kontakt, als wenn ich eine Deutsche heirate. Weil da sind andere kulturelle Hintergründe, das hat eine Bedeutung, aber nicht auf der Verfassungsfrage, das ist der Punkt. Und jetzt kommt das noch Interessantere. In dem Moment, wo dann alle Leute, die betroffen sind von der Verfassung oder Nicht-Verfassung, wenn die da alle zusammensitzen, dann sitzen da auch Leute mit arabischem Hintergrund, weil sie inzwischen Deutsche sind, was immer das heißt. Ja, so. In dem Moment findet etwas statt. Was ich hier mache, ist Volksbildung, wenn man das so sagen will, wenn ihr euch jetzt als Volk begreifen wollt. Ja? Was dann stattfindet, ist Volkesbildung. Dass man gemeinsam um eine Verfassung ringt, um die Grundlagen einer Gesellschaft ringt. Das ist Volkesbildung. Und da findet etwas statt, was im Grundgesetz von Anfang an veranlagt ist. Im Grundgesetz heißt es nicht, die Würde des Deutschen ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der Mensch ist... das sind alles Menschen, um es grob zu sagen. Das sind diese kulturellen und ethischen und was weiß ich, Sachen, Beschränkungen im Hintergrund nicht drin und rassisch, wenn es das gibt und so weiter und so fort, die sind nicht drin. Das ist eine urmenschliche Geschichte. Und hier würde sich die Menschlichkeit zentralisieren und eine eigene Verfassung geben. So, das wollte ich an dieser Stelle nur sagen. Das ist die verfassungsklärende Versammlung, die ist mit abgestimmt. So, und jetzt habe ich noch wie viele Sekunden? Noch 20 Minuten, dann erzähle ich nur das eine Punkt noch und dann seid ihr frei mit zu fragen. Ich bin böse, ich weiß. Aber das Thema ist so groß, man muss es ja mal erst erklären, bevor man fragen kann. Man muss ja erst mal wissen, worüber man fragen soll. Ne? Und wenn keine Fragen kommen, stelle ich welche. Aber es gibt Leute, die sagen, das ist ja ein nationalstaatliches Projekt. Wir gehen ja jetzt, wir wollen ja größer werden. Und plötzlich fangen die an mit Verfassung für Deutschland. Also sowas Kleines, dann kannst du auch Verfassung für, was weiß ich, fürs Rheinland oder für Bayern oder verstehst du, sowas Kleines, das ist ja nationalstaatlich, engstirnig gedacht. Da sage ich, ja. Wenn in Deutschland eine echte Demokratiebewegung losginge, weil das abgestimmt wird, dann hätte das Auswirkungen für sämtliche demokratischen Kräfte in ganz Europa. Das heißt, überall werden die demokratischen Kräfte, die heute niedergehalten werden, die kriegen plötzlich Wind unter die Flügel. Und dann geht es richtig los in Europa. Ist das deutlich? Wenn in Deutschland ist ja nicht Liechtenstein irgendwo, sondern Deutschland ist der stärkste, der größte Staat in der Mitte gewissermaßen, mit allem drum und dran. Wenn das in Deutschland losgeht, ist das der Einstieg für eine europäische Bewegung. Und wenn man jetzt weltweit guckt, WEF, WHO und andere Kräfte, die setzen etwas wie eine Weltdiktatur in Gang. Wäre das der Weg, um das auszuhebeln? Und zwar nicht mit Gewalt, sondern durch eine einfache Abstimmung. In der jeder, der abgestimmt hat, anonym bleibt. Und nicht sich von der Polizei die Fresse zusammenhauen lassen muss. Das heißt, das ist was ganz Technokratisches, wenn man das auf der einen Seite sagen will. Das ist etwas ganz Einfaches.
Ja, hier hast du den Sand ins Getriebe. Nee, der hier geht ja was los. Eine Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen, die Würde des Menschen wieder ins Zentrum zu stellen, echte Demokratie, echten Rechtsstaat einzurichten. Das geht ja hier los. Das deutet, darum geht's. Und das hätte eine weltweite Bedeutung gegenüber diesen Kräften. Und die werden alles tun, um das zu verhindern. Aber sie können nichts tun, außer zu zeigen, dass sie verfassungswidrig sind. Weil was wir hier machen, ist genau das, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes im Ursprunge selber haben wollten. Damit ist mein Vortrag soweit beendet. Ja. Ich mach das mit dir. Ja, super, dass du das da hingekriegt hast. Das ist ein wirklich sehr, sehr umfangreiches Thema, würde ich sagen. Und es regt, glaube ich, an, selber ein bisschen nachzulesen und zu recherchieren, weil das sind ja mehr oder weniger juristische Spitzfindigkeiten. Und da gibt es immer wahrscheinlich auch mehrere Auslegungsmöglichkeiten. Da gibt es keine an der Stelle. Alle juristischen Spitzfindigkeiten beziehen sich aufs Grundgesetz zwischen Artikel 1 und Artikel 145. Artikel 146 ist gewissermaßen etwas, wo die nicht mehr viel dazu sagen können. So viel zum Thema. Aber das ist eine andere Geschichte. Es gibt noch ganz viele Themen, die wir, aber ja, Fragen fällig so, jetzt geben. Die Dame in Rot. Oder, ja. Lassen wir den Herrn da, weil da gerade das Mikro da ist. Ja. Ich finde das schon sehr interessant, aber ich bemerke, das ist belassen im Raume der juristischen Debatte oder des juristischen Geschehens. Und die Gesellschaft ist ja wesentlich breiter, offener mit vielen Fragen. Folgendes, es gibt zwei Adressaten dieser Sache. Der eine ist der Souverän, ist genannt worden, der andere sind nicht die Politiker, sondern sind die Politiker und alle, die hinter Lobbyisten stehen. Und das ist eine ganz mächtige Gruppe in der Gesellschaft. Und hier ist die Frage nicht angesprochen, wie werden die darauf reagieren? Welche Mittel haben die, ihre Interessen zu schützen? Die Sache, so wie wir das sehen, auszubremsen. Ich erinnere nur an die Erfahrung von 1989 oder 1968. 1968 Tschechoslowakei. 1989 Rumänien, Polen und so weiter. Darf ich da gleich darauf antworten, ja, weil es so wichtig ist? Gerne. Ich habe ja hier keine Zeit. Ich würde gerne über die ganzen Machtfragen sprechen, die damit im Zusammenhang sind. Ist das deutlich? Ein Element will ich sagen, wenigstens an dieser Stelle. Zwei Elemente. Das eine wird sein, ihr müsst alle ankreuzen, ob ihr bundestagswahlberechtigt sind. Wir haben keinen Eingriff, das zu kontrollieren. Wir haben keine Verbindung mit dem Wahlamt. Ist ein Problem. Wenn wir genügend Stimmen haben, dann kommt der Machtkampf. Dann haben wir richtig viele Stimmen und dann sagen wir, gehen wir an die Wahlämter und sagen, sollen ihr überprüft das jetzt. Das wird aber ohne Ja und Nein abgegeben. Wir hoffen, wir kriegen noch ein paar Nein-Stimmen drauf. Wir haben ein paar. Aber das ist so, dass man immer auf der sicheren Seite ist. Die kontrollieren nur ab, was sie selber wissen von einem. Ist das deutlich? Nur, ob man wahlberechtigt ist oder nicht. Also die geben wir dahin. Dann sagen die Ämter, nee, machen wir nicht. Dann haben wir ein Problem. Bis wir sagen, ja, dann gelten halt alle Stimmen. Der Souverän hat das entschieden und wenn ihr das nicht prüfen wollt, gelten alle Stimmen. Punkt 1. Dann werden sie es schon machen, weil die Wahlämter gehören dem Souverän und nicht der Politik. Der Souverän hat das Recht, alle 4 Jahre zu wählen, selbst wenn sie die AfD wählen, um es mal ganz hart zu sagen. Ist das deutlich? Da hat die Politik nicht reinzureden, dass die Wahlämter gehören zum Souverän. Und wenn der Souverän sagt, das wird abgeprüft, dann müssen die das abprüfen, wenn genügend Stimmen da sind. Dass die Wichtigkeit ist, wenn ich das jetzt sage, sagen die nee. Aber wenn da Millionen von Stimmen sind, dann bleibt ihnen nichts übrig. Die müssen es. Oder wir sagen, alle Stimmen gelten. Dann haben wir sogar den Vorteil davon. Der zweite Punkt wird sein, die sagen, das ist eine Online-Abstimmung. Also zum Thema, was werden die versuchen, um diese Abstimmung zu stören? Über die Sicherheitsmechanismen, die wir da in Gang gesetzt haben, wäre hier eine Dreiviertelstunde zu reden. Das ist der Hammer. Die Daten werden weder in der EU noch in Deutschland, die werden höchst verschlüsselt, 1000 Meter unter dem Schweizer Gebirgen in einem Spezialbunker
sind die. Werden die permanent auch aus dem Internet gelöscht, wo er sie eingegeben hat, wie permanent in so einen Spezialbunker. Ich glaube, ich habe hier sogar gerade ein Bild zu offen, damit man das sieht, dass sie nicht dran können, weil das Wichtigste ist, wenn die dran kämen, Moment, das ist es noch nicht, wenn die dran kämen, das ist nicht maßstabsgerecht, was hier erscheint. Wir haben hier einen Bunker, also Schweizer Gebirge, 1000 Meter unten drin sind die Server. Unangreifbar im vorderen, der vordere Teil dieses Bunkers wird vom Schweizer Militär gesichert. Das Schweizer Militär sagt, hat da den Auftrag, das zu sichern. Es ist in der Schweiz, Schweiz ist nicht EU, Schweiz ist nicht Deutschland und die Schweiz hat ein Gefühl für Volksabstimmung. Von daher, wenn die da eingreifen wollen, das geht selbst mit Gewalt nicht. So, dass sobald ihr die Webseite überhaupt seht, seid ihr im Schweizer Bankensystem. Das heißt, wie ihr auf eurer Bankseite seid und dann eure Geheimzahlen eingebt, damit ihr in euer Fach reingeht. Der ganze Bereich ist ja total gesichert. Und hier seid ihr sofort im Schweizer Bankensystem. Das heißt, wenn der Staat daran will, muss er das rechtlich über die Schweiz klären. Das heißt, der Sicherheitsrahmen der Schweiz ist davor. So viel zu dem Thema. Nur dass, und eure Daten verschwinden dann hier in höchst verschlüsselter Form. In diesem Ding, selbst wenn man es dann öffnen würde, könnte man damit nichts anfangen. Und unsere Programmierer sind nicht in Deutschland, damit das auch geklärt ist. So, also damit da, es gibt, ihr seid, das ist die Sicherheitstechnik. Und dann kommen sie und sagen, aber es ist eine Online-Abstimmung, online kann man immer fälschen. Ja, und dann sind wir platt. Nee, dann sagen wir auch wunderbar, ist eine Online-Abstimmung. Und jetzt machen wir eine Offline-Abstimmung. Und zwar, und dann machen wir das wie eine Bundestagswahl, aber nicht angehängt an irgend so eine Personalwahl, sondern das gibt die Jahrhundertabstimmung der Deutschen überhaupt über ihre Verfassung. Das wird nicht angehängt an so was Unwichtiges wie diese 4 Jahre Drecksabstimmung da. Ist das deutlich? So, das wird, und dann, weil der Souverän das bestimmt, weil genügend Stimmen da sind, muss das gemacht werden. Vor allen Dingen, wenn Sie sagen, es ist eine Online-Abstimmung, geht nicht. Ist das deutlich? Dann wird das gemacht. Und dann werden selbst alle Fälschungen, die wir eingebaut haben, also das Ding ist so hochsicher und die Programmierer, da ist so viel Arbeit drin, damit das vollständig alles, was auf der Webseite ist, auch nachvollzogen werden kann, dass auch Computer Chaos Club prüfen könnte, ob die Online-Abstimmung richtig ist oder nicht. Ja, so, da greifen wir überhaupt nicht rein. Mich hat ja jemand angerufen, ich habe abgestimmt, hat das auch funktioniert? Da sage ich, tut mir leid, ich kann da gar nicht reingucken. Das ist vor mir genauso sicher wie vor allen. So zum Thema, nur damit das klar ist. Aber dann gibt es eine Offline-Abstimmung. Und die Offline-Abstimmung, die wichtige ist aber die Online-Abstimmung, weil die gibt uns die Berechtigung. Die macht sich, die magische Macht. Und die andere ist nur der bürokratische Abgleich. Damit ist der Fall auch erledigt. Alles andere macht Kämpfe in der Ebene, dass man sagt, dass man mir Kinderpornos auf den Computer hängt, schickt und so ein Scheiß. Das ist eine ganz andere Frage. Da hoffe ich dann, dass genügend Leute da sind, die dann auch mitschützen oder sowas. Und schlimmstenfalls gehen wir halt in den Knast. Die Abläufungsstimmung läuft ja trotzdem. So viel zum Thema. So, jetzt ist die Dame in Rot dran. Christen Mikro. Ja, klar, danke. Wegen der Justiz und der durchführenden Justiz, so gesagt, also Polizei und die Gerichte. Legislative und Exekutive. Genau. Beziehungsweise Judikative. Ja, wie bereiten wir die denn vor? Ich meine, das ist ja so, dass die dann wahrscheinlich, wenn sie davon noch nicht gehört haben, erstmal ziemlich blöd dastehen werden. Und die Frage ist, ob es da ein paar Haken gibt, wo sie sich dann aufhängen und hin und her. Also wie kann man die jetzt mit einbeziehen? Dass wir sicher sein können, dass da auch von der Seite mitgespielt wird. Also sicher kann man nie sein. Ich weiß nur, dass die Bundesverfassungsrichter sich außerordentlich scharf gegen das herrschende System gestellt haben und dass die Wahrscheinlichkeit, dass selbst von den Bundesverfassungsrichtern positives Signal kommt, relativ hoch ist, wenn der Druck hoch genug ist. Das zweite Problem ist, dass je mehr Leute da abstimmen, desto mehr haben die Politiker ein Problem, ob sie noch gewählt werden oder nicht. Wenn hier die Stimmen hochgehen, dann sagen die Wähler, die abgestimmt haben, sagen wir, mit den Leuten wollen wir nichts mehr zu tun haben, wenn sie dagegen sind. Und da wird es sehr viele Leute geben, die sich wenden. Insgesamt ist das Rechtsproblem aber, das Recht ist verfasste Gewalt. Wenn der Verfassungsgeber was Neues haben will, hat das alte Recht nicht mitzureden. Ganz wichtig, der Punkt, total wichtig.
Also deswegen finde ich es auch gefährlich, wenn man hingeht und den Politiker den Auftrag gibt, ein Durchführungsgesetz für die Aktivierung des Artikels 146 zu machen. Der 146er ist das Ende, da gibt es kein Durchführungsgesetz, den macht man selber. Das muss eindeutig demokratisch und eindeutig sein und da dürfen keine eigenen Willensimpulse rein. Das ist wichtig. Ein Politiker hat da nichts zu sagen. 146 heißt, hier ist Ende der Gelände. Du bist verfasste Gewalt, du hast über die Verfassungsgebung kein einziges Wort zu sagen. Und das ist übrigens vom Bundesverfassungsgericht auch schon geklärt, weil jemand hat geklagt, dass die Politiker keine Verfassung, das Grundgesetz nicht zur Verfassung erheben. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ist nicht deren Aufgabe, die sind verfasste Gewalt. Ganz grob. Ich sage das so jetzt in eigenen Worten, aber es ist nicht deren Aufgabe. Es ist nicht nur nicht deren Aufgabe, sie dürfen es gar nicht, das ist Sache des Souveräns. Also zum Verfassungsgericht sei gesagt, die Marianne Grimmenstein hat jetzt eine Verfassungsklage gegen das WHO-Gesetz eingereicht. Das Verfassungsgericht hat gesagt, nehmen wir nicht an, wird ohne Begründung abgelehnt. Das war es. Und zu Polizeipräsidenten sei gesagt, es gibt etliche Polizeipräsidenten, die Beamte, Staatsbeamte sind, also beziehungsweise politisch ernannte Beamte. Das heißt also, mit der Gewaltentrennung ist es nicht so weit her. Aber an der Stelle muss ich was sagen, die haben alle aufs Grundgesetz geschworen. Sämtliche Behörden haben aufs Grundgesetz geschworen. Und was wir hier machen, wir geben keine Vorgaben über die Inhalte. Wir sagen nicht, es muss laufen wie bei der AfD oder wie bei den Grünen oder sowas. Sondern wir sagen, wir setzen hier und da machen wir die verfassungsklärende Versammlung. Und was daraufhin passiert, wir wollen ja das Volk in die Souveränität erheben und nicht Vorgaben machen. Das heißt, man kann uns nicht sagen, wir sind rechts, man kann uns nicht sagen, wir sind links, sondern wir sind Verfassungspatrioten heißt das Wort. So an den Begriff muss man sich gewöhnen. Den darf ich Ihnen ganz kurz noch erklären? Verfassungspatriotismus ist ein Begriff, der gefällt wurde oder geschöpft wurde durch einen Dolph Sternberg in den 70er Jahren. Der hieß ursprünglich Adolf, dann hat er das A weggemacht, damit das nicht mehr so hart ist. So, Dolph Sternberg. Und dann wurde das übernommen von Friedrich von Weizsäcker und von, Habermas, Jürgen Habermas, die haben den Begriff übernommen und haben gesagt, dass die Besonderheit des Verfassungspatriotismus ist, dass er nicht auf ethnische, völkische, dass man nicht sagt, wir machen eine Verfassung, weil wir ein Volk sind, sondern weil wir eine bestimmte Idee haben über das Verhältnis von Individualität und Macht. Das ist der Unterschied. Und das ist Verfassungspatriotismus, dass man eine bestimmte Idee hat, dass nämlich die Macht sich der Individualität unterzuordnen, dienende Funktion hat und nicht bestimmende Funktion. Das ist das Thema. Und das ist der Verfassungspatriotismus, der ist, wenn heute jemand sagt, ich bin Nazi oder ich bin Reichsbürger, dann kann man sofort klagen und sagen, wir sind verfassungspatriotisch. Wobei das Patriotismus an der Stelle schwierig ist. Ich würde sagen, das war 19 in den 80er Jahren, da gab es die Wiedervereinigung noch nicht, da hat man noch mehr patriotisch gedacht. Inzwischen würde ich sagen, wir sind verfassungsidealistisch. Verfassungsidealismus, nicht Verfassungspatriotismus. Das ist unsere Sache. Und wenn irgendjemand sagt, wir wären völkisch oder irgendwas, dann kann man sagen, wir haben so Klagen gerade am Laufen, das sind Verleumdungen. Das sind echte Verleumdungen und da kann man mit dem Begriff des Verfassungspatriotismus richtig dagegenhalten, juristisch. So viel zum Thema, deswegen habe ich das ja erwähnt. So, wir haben hier vorne noch eine Frage. Ja, also was Ralf eben gesagt, kann ich ja nochmal ergänzen. Also das, was wir zur Verfügung stellen, ist eine Plattform. Eine Plattform, auf der man erstmal abstimmen kann. Es geht jetzt nicht um die Inhalte. Das machen wir nachher, nach der verfassungsklärenden Versammlung über Volksabstimmung. Aber das Wesentliche, wir haben einen Stand. Wir haben einen Stand auf dem Festivalgelände und wir sind da zu dritt. Und wir haben dann Laptop und da kann jeder, der seinen Personalausweis mitbringt, mit den letzten beiden Nummern, das hat Ralf eben gesagt, die müssen eingegeben werden, der kann da jetzt schon abstimmen. Der kann da jetzt schon abstimmen über das, was Ralf vorgetragen hat. Also das Wichtigste dabei ist, dass man die letzten beiden Nummern auch eingeben kann. Und dann kann man das direkt bei uns schon machen. Also wir sind da und für weitere Fragen natürlich stehen wir auch zur Verfügung. So, jetzt danke. Die letzte Frage da hinten an den Herrn. Er hatte schon mal eine Frage gestellt. Also ist ein Doppelfrager.
Ja, ich finde das gut als die Organisation von Protest. Wir kämpfen ja um Meinungsmehrheiten. Und da finde ich das eine klasse Waffe. Aber ich möchte nochmal an meine vorletzte Frage erinnern. Die finde ich nicht beantwortet. Wir bewegen uns in der Gesellschaft nicht nur in einem juristischen und moralischen Raum. Wenn wir voraussetzen, dass die Herrschenden, wer das auch ist, sich an die Moral halten, die sie selber vorgeben vor dem Volk, dann haben wir tausende Beispiele, wie sie das selbst widerlegt haben, auf die schrofligste Art und Weise. Und deswegen habe ich das Beispiel gebracht, 1968 und 1989 Rumänien zum Beispiel. Was ist mit den Waffen? Was ist mit einem Militärputsch und so weiter? Sowas gibt es doch in der Geschichte. Also was mit solchen Putschen ist, weiß ich nicht, das werden wir sehen. Aber ich möchte was ganz Wichtiges sagen. Hierdurch entsteht am Anfang keine gesellschaftliche Bewegung, sondern da gibt jeder seine Stimme ab und dann ist erstmal Ruhe. Dann ist es. Aber die Stimmen steigen hier permanent. Mit jeder Abstimmung steigt die Stimme und die bleibt erhalten. Das unterscheidet von einer Demo. Bei einer Demo kommen 100.000 Leute, machen Riesen und am nächsten Tag ist die weg. Und die ist nicht wieder zu kriegen, weil die Leute, du kannst die Leute nicht 10-mal zum selben Thema holen und die Politiker, die sagen, und unsere Presse, die sagt, das war halt alles mal, aber hier bleiben die Stimmen erhalten. Das Thema wird politisch richtig interessant, wenn genügend Stimmen da sind. Dann wird es den Machtkampf geben nach außen, total, auf allen Ebenen, ist das deutlich? Das heißt, am Anfang ist das wie gar nicht vorhanden, aber wenn genügend Stimmen da sind und die fangen an, dagegen zu kämpfen, dann wird es überhaupt erst interessant. Also vorher wird es nicht interessant. Bitte nicht filmen. Das Thema, wie hießen die da in Spanien? Katalonien. In Katalonien haben sie gesammelt, um sich von Spanien zu distanzieren, ja, die Katalonen, so. Und dann kam die spanische Regierung und weil in der Verfassung das nicht erlaubt war, haben die was gemacht, was in der Verfassung nicht erlaubt war, sondern kam die Regierung und hat alle Stimmen eingesammelt, hat die einfach weggenommen, einfach kassiert. Und daraufhin sind in Katalonien die Stimmen explodiert. Wir gehen davon aus, wir freuen uns auf jede Gegenmaßnahme des Staates, weil dadurch die Sache in Gang kommt. So, das ist das eine. Wir haben den Vorteil, dass es keine Verfassung in Deutschland gibt und kein Gesetz, was dem widerspricht, sondern es ist die Erfüllung dessen, was im Grundgesetz veranlagt ist. Das ist der Unterschied. Also da haben wir einen riesen Vorteil. Die können nur selber zeigen, dass sie verfassungswidrig sind. Dann kann man sagen, was seid denn ihr hier für eine verfassungswidrige Saubande? Das ist eine ganz andere Geschichte. So, das ist der eine Punkt. Aber ich muss was ganz anderes Wichtiges noch sagen. Zum Beispiel alles, was heute an Demonstrationen läuft oder an Bewegungen wie Stopp Rammstein und Marianne Grimmenstein und so weiter und so fort, das sind ja ganz viele verschiedene Bewegungen, wird dadurch nicht außer Kraft gesetzt, sondern man kann das parallel machen. Weil was passiert zum Beispiel durch Demos, durch Montagsspaziergänge und alles, was möglich ist, das ist, dass ein tiefer Zusammenhang am Anfang schon zwischen den Menschen ist. Nicht erst am Ende. Und das ist total wichtig, dass die Demonstrationen laufen und die Menschen miteinander in Bewegung sind. Das kann man zusätzlich machen. Aber man sollte es zusätzlich machen, weil es das gibt, den Machtumschwung, die Rechtsbasis. So muss man das sagen. Das ist ja nur eine rechtliche Sache. Es gibt aber den Machtumschwung, die Rechtsbasis, die eine Demonstration nicht bringen kann. Eine Demonstration bringt auf der Gefühlsebene was, wenn die Presse das niederschreibt oder gar nicht darüber schreibt, war die ganze Demo im Arsch. Das ist ja der Hammer, was da für Mächte mitreden. Hier kann niemand mitreden und die Stimmen steigen permanent an. So, es sind viel zu wenige. Ja, ich sehe, wie engagiert du bist in diesem Thema. Ja, deswegen ich glaube, jetzt haben wir 31, eine Minute noch. Nee. Schon eine Minute überzogen. Genau, 31 haben wir jetzt, eine Minute noch. Wenn es gut geht. Soll ich ihn bremsen oder nicht? Das außerordentlich Peinliche an der Sache ist, die Seite ist 2 Jahre offen. Und wir haben tatsächlich, mir zeigt das nicht mal an. Ja, 6.499, also seit heute früh um 2 Stimmen gestiegen, ich bin begeistert. Aber das ist, wenn man von Feinden spricht, dann braucht man nicht auf den WEF gucken, nicht auf die EU, nicht auf die WHO, sondern das Problem ist unsere Bequemlichkeit oder was immer. Das ist, es müsste längst explodiert sein.
Seit 2 Jahren existiert diese Webseite und ich halte Vorträge ohne Ende und es gibt nicht mehr Stimmen. Also wenn man von wirklichen, die echte Feindschaft gegen das Ding ist nicht unser Denken, sondern unser Wille. Und auf dem Willen sind wir absolut die Schwächsten, die man sich vorstellen kann. Und deswegen bitte ich jetzt von Herzen, diese Sache zu unterschreiben. Jeder kann es auf seinem Handy wachrufen, auf der Webseite unsereverfassung.de. Kann man die Abstimmung machen, man kann aber auch an unseren Stand gehen und das abstimmen. Es ist wichtig, dass jetzt morgen 50, guckt euch das an, 99 kann man sich merken. Dann könnt ihr morgen reingucken und euch schämen, dass noch nichts drauf ist. So viel zum Thema. Weil was wir hier machen, hat was mit dem Willen zu tun und nicht mit dem Denken. Die Leute sind total begeistert und machen es trotzdem nicht. Das ist eins der großen Probleme. So viel zum Thema, ich bin fertig. Ich glaube, du könntest Teil 2 ab 20 Uhr noch halten. Ne? Ja. Und noch mehr, wir stimmen ab. Jederzeit erreichbar, jederzeit auch buchbar. Wenn irgendwo irgendjemand denkt, er könnte einen Vortrag vertragen und den einrichten, kommen wir jederzeit. Wir machen auch per Zoom und so weiter und so fort. Nur, dass ihr das auch wisst, meine Aufgabe ist im Moment Klinken putzen. Okay. Super, super. Fand ich sehr informativ.